Verlagere das Gewicht auf den linken Fuß, der rechte Fuß gleitet zurück. Du spannst dich auf und kommst in den Upstretch. Freu dich nun auf ganz kraftvolle Drehungen im Twist. Mit der nächsten Ausatmung komm wieder in die Leg Pull Front Position. Wenn du magst, kannst du jetzt dein linkes Knie aufsetzen und dich dann nach rechts drehen oder im Original-Twist die Füße auf die Außen- und Innenkante lenken, deinen rechten Arm weit nach oben schieben, wie gerade vorbereitet. Ausatmend, höhle deinen Bauch, dreh deine Füße, bis die Fersen nach oben zeigen und tauche mit dem rechten Arm, soweit du nur kannst, nach links durch. Um einatmend, dich wieder kraftvoll aufzuspannen, und ausatmen, von der Mitte des Körpers durchzutauchen und gleichzeitig dich aufzuspannen. Alle guten Dinge sind drei. Noch einmal einatmen. Und kraftvoll aus. Drehe dich auf, um dann die rechte Hand wieder unter der Schulter aufzusetzen. Setze deine Knie auf. Und komm für einen kleinen Moment in die Relaxation-Position. Schieb die Hände nach hinten und weite wieder deine Rippen. Die andere Seite. Ausatmen, ziehst du den Solarplexus nach innen. Es entsteht wieder die Pilates-C-Kurve. Komm über so eine Katzenposition nach vorne. Wenn die Arme senkrecht sind, dann streckst du auch wieder deine Beine aus und spannst dich auf.